So, und Spiel 2 beginnt. Team Red gegen Schönes Ding in der Federal League Season 1, Germany 1. Im letzten Spiel hat Team Red Schönes Ding durch die Laning Stage und einen quasi waren immer einen Ticken vorne und haben dadurch das Spiel für sich entscheiden können. Aber trotzdem hatte Schönes Ding schöne Plays teilweise und hat sich gut dagegen gehalten und es war doch ein relativ knappes Spiel. Von daher bin ich jetzt gespannt, ob ein schönes Ding das jetzt im zweiten Game ein bisschen rausheißen kann. Ich glaube, die machen es ja diesmal dagegen gebannt. Viper und Dings raus. Lycan und Doom wieder auf der Seite von Team Red. Kein Void und keine Viper. Schönes Ding mit dem First Pick. Werden mal schauen, was sie hier spielen. Gehen wieder mit dem Brewmaster, der sich letztes Spiel tatsächlich in der Hand von Big Wobby sehr, 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 sehr gut gehalten hat und de dementsprechend für SD im MVP war. Knapp vor dem Nyx Assassin, der ja auch wichtige Plays gemacht hat, aber Brewmaster hatte hier auf jeden Fall den mehr Game Impact und dementsprechend für mich MVP von Schönes Ding. So, Team Red gehen hier mit Shadow Shaman Tidehunter. Also wir stellen Wards und wenn ihr reinkommt, ravagen wir. Was glaube ich, ja, TLDR die ganze Strategie ist. Mit Razor und Brewmaster versuchen sie es hier reinzugehen. Brewmaster ist hier eine ziemlich guter Held dafür. Denn er kann halt reinblinken und splitten. Und das wird halt vom Ravage nicht getroffen. Und wenn sie dann halt nicht ravagen, nur für den Brewmaster, kann der Brewmaster halt versuchen, den Titan zu stunnen. Und dann kann ein schönes Ding reingehen und einen Stunlock hinbekommen. Stunlock ist natürlich immer ein bisschen schwierig bei Tidehunter. Von daher glaube ich, dass es so einfach nicht erstmal funktionieren wird. Aber es gibt immerhin ein schönes Ding, eine Möglichkeit reinzugehen mit irgendjemandem, der halt nicht direkt explodiert. Weil jeder, der reingeht, Ravage kommt raus. Es ist halt wirklich nur ein einziger im Team, der dann 2-3 Sekunden gestunt ist. Was sich für die meisten Helden als fatal erweist, aber tatsächlich ist Brewmaster einer, der das aushalten kann, wenn er nicht gehext wird. Was halt dann tatsächlich die Schwierigkeit sein wird, zu gucken, klapp ich oder splitte ich direkt. Und ja, das ist jetzt schon mit dem Hex so eine Sache für, naja, klappen wird schwierig. Scareth Mage wird diesmal von Team Red gebannt. War im letzten Spiel doch stark, allerdings mit dem Huskar. Es war halt meistens der Huskar, der irgendwo drin war und da waren die Ultis schwierig zu machen. Außerdem, Faceless Void kann halt ziemlich schnell bei den Ultis vorbeilaufen. Von daher, ja, war der Scareth Mage im letzten Spiel nicht ganz so super wie sonst. Hat halt gut gespielt, hat auch gut Impact. Das Problem ist halt nur, die Ultis hätten auf anderen Helden wesentlich mehr gemacht. Death Prophet kommt wieder raus. Hätte hier noch schön gepasst. Er setzt quasi den Shadow Shaman in derselben Rolle. Ergo, wir stellen uns hin und ja, der Tower fällt, wenn ihr nichts tut. Silence hast diesmal auch gebannt. Mal schauen, dafür kommen halt ein paar Helden durch, die sich vielleicht da schwierig erweisen können. Dazzle, wenn sie ihm auch nicht gibt. Draw Ranger, Okay. CC haben sie. Von daher könnte der Draw Ranger sehr gut werden. Andererseits, wenn der Brewmaster halt rankommt. Der Brewmaster wird prinzipiell halt immer rankommen. Naja, wird man halt gucken, ob das passt. Andererseits kann die Draw Ranger auch ziemlich schnell die ganzen Bären umbringen. Wraith King wird hier für ein schönes Ding gepickt. Auch einer, der reingehen kann. Und die Ravage und die Counter-Initiation überlebt. Und mit Razor ist halt auch ein relativ tankiger Hero, der ein bisschen weiter hinten stehen kann. Und Plasma Field doch noch Damage machen kann. Venomancer, also es ist wohl schon ein Siege-Lineup. Wards hin, Veno-Wards hin. Und dann halt mit dem Tidehunter und der Draw halt warten, bis irgendjemand reinkommt. Allerdings hat meiner Meinung nach Schönes Ding schon sehr, sehr gute Helden dagegen gepickt. Brewmaster und Wraith King. Und auf jeden Fall sehr schön gegen. Andererseits bei Brewmaster ist natürlich auch die Frage, die Veno Wards counter natürlich den Blink-Dagger ganz gut. Muss man halt schauen, ob das Impact hat. Ancient Apparition hier von Schönes Ding. Auch schön gegen so ein Siege-Lineup. Da sie halt zusammenstehen müssen, prinzipiell. Und das ist der erste AOE neben dem Plasma Field. Was Team Red so ein bisschen auseinanderstreben wird. Rubick wird diesmal gebannt von Team Red. Lohnt sich erstmal so nicht. Würde sich natürlich für ein schönes Ding lohnen. Venomancer ist immer ein Stil wert. Tidehunter geht so. Und Shadow Shaman. Auf jeden Fall. So, Team Red braucht noch einen Offlaner.
beziehungsweise eine Mitte. Ja, braucht eine Mitte, sorry. Deshalb Dragon Knights Band. Wäre auch ein schöner Pusher hier. Auch schön tanky. Mal schauen, mit wem sie hier gehen. Ob wir eher sowas Traditionelles. Okay, wir gehen auf Invoker. Das wäre so, ja. Das wäre mit dem Push doch definitiv der zweite Pusher, der einfallen würde. Und ja, auch ein Teamfight und Counter Initiation doch sehr gut wäre. Andererseits haben sie halt, bis auf den Titaner, jetzt doch relativ squishige Helden. Der Brewmaster vielleicht was macht. Und auch der Razor, wenn er hauen kann, doch viel Damage stichen könnte. Mal schauen, ob jetzt schönes Ding dementsprechend mehr mit Full-on-Damage, um die Squishy Supports und die Squishy Generals rauszuhalten, geht. Ob sie mit sowas wie dem Sniper oder sowas gehen, der einfach hinten steht. Und halt quasi dasselbe wie mit der Drone Ranger machen. Oder anderes. Können hier nicht, müssen, sollten nicht außer Acht lassen, Drone Ranger Aura auf Shadow Shaman, auf Venomancer und auf Invoker. Also besonders für Invoker ist es tatsächlich eine ziemlich gute Aura, die es unterstützt. Und hätte vielleicht daher neben dem Dragon Knight vielleicht doch ein Invoker sein können. Andererseits, Fernkampfmitte gibt es genug. Also einen Puck, eine Quap oder sowas hätte, ein Storm hätte halt auch immer reingepasst. Timbersaw bin ich mir nicht so sicher. Er kann halt rein. Aber sie haben halt doch relativ viel CC eigentlich dafür. Und viel Stun und viel Silence. Und wird sich zeigen, ob der Timbersaw hier wirklich eine gute Wahl war. Aber sie hatten viel Zeit. Von daher will ich jetzt mal nicht das Ganze in Frage stellen. Und sie haben sich bestimmt dabei was gedacht. Ganz objektiv. Niemand kann mich flamen. Es wäre schon so genug Bullshit. Da will ich nicht irgendwelche Drafts und irgendwelchen Teams auseinanderreden. Seconds. 5 seconds remaining. Lassen sich jedoch ein bisschen Zeit. Und es geht los. Okay. Red Orc geht hier auf den Venomancer. Was wohl heißt, es ist kein Support Venomancer? Okay, oder sie switchen halt komplett um. Ne, Quatsch, das war der Silencer vorher. Okay. Never mind. Der Champion hatte vorher die. Ja gut, hatte vorher die Offlane, aber eine Aggressive Offlane. Dementsprechend ist er jetzt halt auch der Carry. Und der Titanter von Vermin. Ja. Solo Lanes passt wieder alles. AS und VG. Habt Spaß und viel Glück. Oh. Grammatikalische Nazis. Wo wir wieder bei Spiel 1 waren. Mit Grammar-Nazis und. Wie auch immer. So, Renizzle, Spinnard, Band Supports, wie im letzten Spiel. Akul als Carry, Wops seine Mitte und Silence I Love It auf Stand-In-Up und dem Basur. Also auch hier nichts. Team Red versuchen es mal wieder mit dem Gank. Aber SD hat sich daran erinnert. Hat gedacht, ah, wir bleiben vielleicht dann doch ein bisschen bei uns. Pullcamp wird hier gewardet. Aber SD geht hier aggressive. Und damit ist zumindest der erste Observer Ward quasi ins Nichts. SD aggressive gehen ist sinnvoll. Besonders gegen eine Draw Ranger, die ja, den Damage so erst so ein bisschen ab Level 1 beginnt. Und auf jeden Fall eine schöne Maske hier. Mania's Mask, Immortal Inscribed. Schöne, coole Maske hier. Und die Supports bleiben doch noch ein bisschen hier. Haben ziemlich viel Fokus auf die Bottom Lane gelegt hier. Ohne Ward, Block Ward. Ja, gucken dann mal. Aber halt, ist tatsächlich ein Dodge. Und mal schauen, wer damit besser fährt. Auf jeden Fall haben jetzt hier beide Seiten eine relativ gute Chance, die Mitte zu ganken. Mal gucken, wer anfängt. Es sieht danach aus, als ob Team Red damit anfangen würde, die Mitte zu ganken. Allerdings, ja, noch ist halt natürlich nichts passiert. Und das tun sie tatsächlich auch nicht. Kein Mid-Gank. Und wir können uns auf die Lanes gucken. Und der Timbersaw guckt erstmal mit einem Hit. So, okay, wer ist denn jetzt Elu? Tja, Titan hat tatsächlich den Pullen bekommen. Den jetzt SD hier contestet. Und nicht mehr die Last dafür bekommt. Nicht so gut. Ziehen hier die Q-Fave raus. Und ja, ein bisschen Diven geht ja auch immer. Minus Damage wird hier von einem
kompletten ausgesuchten Dinge wieder rausgemacht und vielleicht sollte jetzt Akul anfangen zu hitten. Weil das macht extrem viel Damage. Noch ist ein Creep da. Einen hittet er noch. Naja, okay. Lässt er sein. Ich glaube, Team Red will jetzt in die Mitte gehen. Mobster ist relativ weit draußen, ist relativ weit draußen. Und schafft es nicht. Okay, First Blood in der Mitte. Was? Okay. Na gut. Ist relativ weit. Was zum. Wow. Und Shadowsham stirbt tatsächlich als erstes. Was ist das? Es ist. Okay, Drunken Brawler mit High Ground. Ist 30. Nee, das war teilweise. Es überrascht mich extrem, dass er da nicht down gegangen ist. Gut von Wobster, aber absolut, ja. Absolut keine Evasion war daran beteiligt, ja, natürlich. Mali muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass er dann nicht totgekleppt wird. Aber. Ja. Die Supports rotieren jetzt auch ein bisschen. Vedomance hat eine Invis-Rune oben. Versucht mal zu gucken, ob er jemanden alleine findet. Besonders halt diese Supports, die hier 1-on-1 gehen. Und jetzt wahrscheinlich auch sterben würden. Ja. AA geht hier erstmal down, sollte sich vielleicht umdrehen, ja. Ja, nutzt jetzt hier ihre Zahlen. Das Problem, sie haben halt auch. Oh, das ist bitter. Dass hier doch der First Blood da auf die Täter geht. Und ja. Razer kriegt den Return Kill, aber noch nur auf den Venomancer. Spot für Support und First Blood getradet. Lief natürlich nicht so gut. Okay. Und der Tempestor geht doch ein bisschen low. Mal gucken, ob er da noch wegkommt. Versucht hier so weit wie möglich von den anderen Leuten wegzukommen. Und ist Jukes. Oh, und wird hier von den Creeps geblockt. Und oh, gerade so. Das war knapp. Und kommt hier mit. Und der Shadow Sham stirbt das zweite Mal zum Tower. Wurde hier von Creeps geblockt. Oder stand ein bisschen zu nah dran. Das ist doch relativ unterhaltsam, muss man sagen. Aber jetzt wird er gedived. Oder auch nicht. Leben am Limit. Ein Timbersaw. Oh! Wow, das war knapp. Okay, was ist das für ein Caster-Spiel? Das ist hier die ganze Zeit nur so. Oh, okay, in der Mitte dürfte das jetzt ein Tod sein. Clap. Und ja. Easy Kill. Da ist dann Stun into Clap. War ein relativ easy Kill. Haben sie halt auch keine Ward, um das zu sehen, weil sie halt beide Wards unten haben. Und da auf jeden Fall eine schöne Rotation. Gerade eben, aber eben sagen die ganze Zeit, was ist das für ein Spiel, das hier oben geht. Nein, dürfte juken. Oh, da muss Akul aufpassen. Ja. Das ist leider ein. Das ist leider ein toter Razer. War zu viel. Die Creepfave kam genau im richtigen Moment. Das ist natürlich. Sie ihn geblockt hatte und mit Sunstruck, weil das auch ein Easy-Kill. Aber das ist halt auch so ein Spiel, wo ich als Kassel die ganze Zeit oh, knapp. Oh, aber das Griff und ja, es ist irgendwie ein verrücktes Spiel. Whoops. Ja, die Genker werden gegankt gerade. Haben die Leute das. Ja, okay, doch. Nizzle sollte das gesehen haben, ja. Und mit der DD gehen sie dann doch jetzt aggressive darauf. Keine Boots auf dem. Die dürften jetzt kommen. Ja. Kommen Boots hier. Jetzt Flying gekauft. Na gut. Oh, Timbersaw versucht jetzt nochmal zu schauen, ob er das nochmal schafft. Sollte es aber nicht schaffen, nein. Dieses Mal schafft er nicht, quasi vier Helden wegzulaufen. War ein bisschen knapp. Aber er geht da. Braucht aber auch relativ viel immer. Die Supports rotieren jetzt ein bisschen. Sehen natürlich. Werden natürlich gesehen, so rum, vom Ward. Falsche Form. Konjunktiv. Quatsch, passiv. Gut. Ja. Diesmal sehen die der Last jetzt Kraft auch ein bisschen anders aus. Wohingegen tatsächlich der Invoker doch mehr farmt als der Carry. Und mal gucken, ob der Razer sollte jetzt hier extrem viel clearen können. Aber kommt er nicht ran, dass da die Dingens ist. Und er kann sich nicht entscheiden. Allerdings sehen sie halt jetzt, dass der Venomancer da kommt.
Der Venomancer hat kein TP. Wird sich wahrscheinlich versuchen, nicht die Nishes zu denyen, aber es ist zu viel Damage. Too strong vom Razor. 7 zu 4 für schönes Ding. Das Early Game sieht jetzt hier doch ein bisschen besser aus. Besonders halt auch von den Farmstatistiken. Im letzten Game sah es mit den Kills ähnlich aus. Aber Team Red hat einfach komplett weggefarmt. Das ist jetzt mit dem Invoker halt auch der Fall. Aber der Rest ist halt nicht so weit vorne hin. Der Rest farmt ein bisschen hinterher. Und es ist noch nicht so krass wie im letzten Spiel. Die Grafen sehen wir. SD ist tatsächlich im Gold-Favor. Was allerdings stetig runter und hoch schwingt. XP-Favor ist aber Team Red. Die da doch ein paar wichtigere Kills gemacht hatten. Mit dem First Blood und so. Immer noch kein Punkt in Willing Death. Und ach Gott, damit. Razor stirbt hier unten. Ey, stirbt hier unten. Schöner Sunstrike. Und der Slow sollte eigentlich für den Veno ausreichen, dass der Wraith King auch noch gecatcht wird. Spätestens jetzt wird er gecatcht, ja. Versucht hier noch einen Crit? Nein, okay. Kriegt er nicht hin. Es wäre tatsächlich mit noch einem Crit, also noch einen Hit danach. Quasi mit einem Leben mehr. Tatsächlich noch einen Return Kill auf den Shadow Shaman gewonnen. Aber sollte nicht sein. Sie haben auf jeden Fall ein ziemlich fucking gutes Chaser-Lineup. Ein Throw, Shadow Shaman und das. Fuck, Damage stirbt nicht alleine. Dieses Mal ist der Razor derjenige, der die anderen umbringt. Der noch nicht ganz aufpasst. Ja, mit den paar Leben. Plasma Field kam man noch gerade so ran. Bei der Shadow Shaman ein bisschen zu weit vorne. Wenn die Draw so weit vorgeht, weiß man, dass ein Gank kommt. Aber. Fuck, macht der Razor viel Damage. Hat er doch die XP, den Damage von eben noch ein bisschen gestohlen gehabt. Ronnie sonnt das Ganze so ein bisschen hier aus. Clap kommt rein. Split kommt tatsächlich raus, aber es sollte einfach Invis jetzt werden. Aber hat er nicht gesehen. Ja, er hat noch keinen Wex. Da geht er. Der Invoker in der Mitte, der Farming Invoker durch den Panda auch wieder down. Ja, weil jetzt kommen die Pinks raus. Next, den ist von wegen den nächsten kriegen wir noch, aber der Shadow Shaman geht früh genug zurück. Ja, der Timbersaw beginnt langsam auch ein bisschen Damage zu haben, wie ihr gerade sieht. Und der Razor zoned weiterhin relativ viele Leute aus. Noch kein Level 6 auf den Supports. Auf allen Supports, ja. Und nach einer Ravage benimmt der Titan dann noch wieder die Führung. Hat ein bisschen, glaube ich, das Mana gefehlt hier für den Timbersaw. Ist immer schön zu sehen, wenn Timbersaws, wenn Titanters auf einer Solo-Lane halt die Opportunity sehen und halt einfach auch mal eine Ravage alleine nutzen, um den Solo zu viel zu bekommen. Apropos Solo-Kills. Draw Ranger kriegt hier einen relativ einfachen Solo-Hit auf die AA, die ein bisschen weit zu vorne weit war und nicht genug Respekt gezollt hat. Ein extrem gankiges und extrem dynamisches Spiel, was mich freut. Sounds kommen hier raus, die beiden Supports sind leider alleine. Die Draw Ranger ist noch nicht da und die einen poppen direkt und vielleicht ist die Draw Ranger ein bisschen zu weit vorne. Muss extrem aufpassen. Invoker ist natürlich im relativ unpassenden Zeitpunkt disconnected. Aber keiner ist low, so dass die Sunstrikes bisher noch keinen Impact hatten. Vielleicht hätten sie im Chasen aber jetzt einen Impact. Werden wir sehen, wenn er wiederkommt. Aber es hätte. Ja, es hätte schlimmere Zeiten bekommen können, wo er disconnected ist. 13 zu 9 auf jeden Fall auf dem Board. Invoker ist immer noch der größte Farmer mit 10 Last Hits Vorsprung. Was immer weniger wird, aber prinzipiell ist es halt mehr ein Killfest als ein Farmfest bisher. Guck mal, die Grafen, wie sie sich verändert haben. Hin, zack, 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 zack. Ja, ist nichtssagend. Hoch und runter und hoch und runter. Midas Gaming. Schauen wir mal Midas Gaming an. Eine Midas auf dem Invoker, der seinen Farm noch verbessern wird, und keine Midas auf SD. Müssen sie auf jeden Fall gucken, dass sie da nicht zurückfallen durch die Midas. Der Invoker könnte fett werden, beziehungsweise ist auch schon relativ fett. Mit meisten Last Hits und einer Midas. Zweimal gestorben, aber nicht so. Warum habe ich jetzt auch ein Disconnect? Das gibt's ja nicht. Narf. Okay.
Der sieht nicht so gut aus. Meinem TeamSpeak. Channel switched. TeamSpeak bin ich noch drin, das funktioniert noch. Allerdings bei Doto. Teamstatus sagt auch noch, dass alles okay ist. Na gut, müssen wir gucken, ob und wann ich nochmal reinkomme. Ja, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Okay, das sieht ja bei einem großen Disconnect aus, aber jetzt, ja, alle draußen. Das ist immer super, wenn das in Turnierspielen passiert. Besonders weil die Draw Ranger deshalb auch jetzt weggekommen ist. Wie wir hier sehen, Draw Ranger ist schon. Wait, what? Draw Ranger. Ist in der Base? Ist sie gestorben? 14 zu 3, Tatsache. Draw Ranger ist deshalb gestorben. Übel. Nicht so toll. Nicht so toll, nicht so toll, nicht so toll. Und wie ich hier in meiner Friends-List sehe, sind das wohl relativ viele, die rausgeflogen sind. Und meine Friend-List ist sowieso ein bisschen alt gerade anscheinend. Jo, worüber können wir reden? Prinzipiell liegt ist Team Red noch so weit drin. Allerdings ist es halt auch der Punkt, dass Team Red eine Midas hat. SD hat zwar quasi diesen Vorsprung, aber der Vorsprung ist halt auch teilweise deshalb, ja. Der Vorsprung kommt halt hauptsächlich, kommt halt jetzt gerade vielleicht von dem Midas, der Nachteil. Und müssen wir ja schauen. Genau, warte ich vielleicht noch bis 5 gegen 5. Tja. Team Red, wie wir gesehen haben, können noch nicht fighten. Die Regeln sagen bestimmt was, ja. Also ein komplettes. So. Alle, wir sind wieder da und es kann weitergehen. Noch nur ein bisschen down. Nur ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was hier Team Red so in der Basis macht. Also es hätten vielleicht viel Besseres zu tun, als in der Basis zu stehen. Finde ich jetzt ungeil, besonders weil der Stick gerade pusht. Oh Gott, das ist böse. Ja. Ja, Free Tower. Scheiße, easiest Tower of my life. Oh, Volvo, come on. Das ist bitter. Gucken, ja, sie machen den Go. Zack. Schöne Kombos hier. Und das Tim, ja gut, das Tim ist passend. Schöne Absprache hier.
Und zack, der weitere Kill. Okay. Da ist auch sein Team da. Das ist schon gerade, Wops, da springt er ins Nichts. Ja, der Wops hat sich jetzt ein bisschen aus. Die Frage ist, wie lange noch? Also sollten halt jetzt das Camp hier noch farmen und dann sieht SD halt auch, wo der Ward steht. Immer so ein bisschen ein Nachteil ist an dem Ward. Ah ne, haben sie ihn gegeben? Nein, haben sie nicht, okay. Ja, 12 Minuten drin, noch ist nicht so viel passiert. SD hat diesmal den ersten Tower des Spiels genommen, im Gegensatz zum Team Red letztes Mal. Allerdings ist es fraglich, ob SD so weitermachen kann wie Team Red im letzten Spiel. Nämlich alle Tower nehmen. So, direkt. Ja. Tidehunter kommt relativ nah ans Mecha ran. Die Drow. Weiß ich nicht, ob sie Mask of Madness gehen wird. Prinzipiell hat sie die ja schon in ihrem Kopf. Mann, ist das Ding geil. Definitiv. Und Timasso versucht sich hier mal solo auf die Drow. Aber wird hier dann doch passend davon gemacht und? Oh, oh, oh. Schöner Kill, Kill, aber durch die Salve, die dann doch noch 2-3 Ticks gemacht hatte, belebt die Draw Ranger. Schöne Ulti auf jeden Fall hier von der AA. Bam, Ice Blast, bam. Ja, ein bisschen also vorne hat SD jetzt 15-9 mit einem Tower und auch ein bisschen mit Itemvorteil. Jetzt war der Razor noch nicht sein Mecha fertig. Das braucht noch ein bisschen. So, nicht zum Kurier. Ist die DPT hier rein? Ja. Team Red will hier diesmal defenden. Ist das die richtige Wahl? Tidehunter geht zurück zur Base, um das zu holen. Ravage ist da, von daher muss jetzt SD aufpassen, dass sie nicht overcommitten. Aber das Problem ist, Tidehunter kommt ein bisschen zu spät, wie es scheint. Tidehunter kommt hier rein. Sunstrike da oben hin, okay. Ulti von Akkul ist draußen. Die Ravage muss jetzt hier benutzt werden. Also wurde benutzt, was vielleicht die schlechte Entscheidung war. Dadurch konnten sie nicht fighten. Triple Kill für den Razor. Der jetzt wahrscheinlich auch dann bald seinen Mech hat. Blinkdagger ist auf dem Brewmaster schon länger fertig gewesen. Mana Boots waren das jetzt, glaube ich. Ja, Blinkdagger auf dem Timbersaw First Item. Okay. Aber noch macht er halt genug Damage dafür, das stimmt. Blinkdagger. Wraith King wird. Ich Mana Boots oder Blinkdagger gehen. Ich Blinkdagger, die AA hat die Boots und wird damit erstmal mit den Wards kaufen beschäftigt sein. Ja, der Venomancer auf der anderen Seite hat noch keine Mana Boots, das brauchen die Supports noch ein bisschen. Die Drow ist nicht gestorben, hat einen Kill bekommen, dadurch bei 1900. Ich weiß nicht, vielleicht Blinkdagger, vielleicht aber halt auch Mask of Madness. Da ist das Mecha für den Razor. Invoker nach dem Midas wird wohl erstmal auf... Okay. Das sieht hier nach allem aus, aber ich gehe mal nicht aus, dass es ein Degen ist. Sondern es wäre den Ultra, dass man eher historische Gründe hier hat. Naja, weiß nicht. Schwertz wird es auch eher nicht sein, von daher wird das wohl ein Necro 1 bald werden. Okay, Point Booster, First Item auf dem Shadow Charm. Not sure. Aber dementsprechend Agas. Mal schauen, ob er das bekommt. Immer noch nicht Level 5 überhaupt. Das tut halt weh. Jetzt ist er Level 5 geworden. Ist natürlich noch nicht Level 6, ne? Abrechnung, whoops. Und... Ah, da reißt es nicht. Okay, der Dust wurde noch gezündet. Gefunden. Der Titan ist hier doch ein bisschen unnötig reingegangen. Wird hier wahrscheinlich den Preis nicht bezahlen, ja. Kriegt die Leute noch relativ weit down, aber es ist halt auch nur ein Wraith King, der hier mit Level 6, also Level 8 Leben verliert. Mal schauen, ob sie hier unten deffen wollen. Sollten sie demnächst tun, ja, okay. Sie fliegen runter. Und es ist auch der Razor, der das hier wird. Fährt natürlich hinterher, aber genug CC ist da, um... Ups, vielleicht war das nicht so die Entscheidung, rauszutippen. Vielleicht hätte da das Chicken auch schon gereicht, um halt einfach wegzulaufen. Aber ja, das Razor-Ulti war halt gerade noch so an, kurz vorm Auslaufen. Dumm gelaufen, wie für den Shadow Charm. 21-10 für SD und alle Tier 1 sind hier weg. Das dreht sich so ein bisschen um. Farmer wurden jetzt auch von Razor überholt. Networth sagt auch, Razor sehr weit vorne. Und auch der Brewmaster ist trotz fehlenden Last Hits 20 weniger Last Hits als Invoker. Aber 2-4 für den Invoker und 1-0 für den Brewmaster. Das ist ja natürlich auch der Unterschied, den es halt besonders im Networth macht.
Levels ist halt, Shadow Charm braucht unbedingt Level 6. Man sieht ja auch, dass... Nee, okay. Dass hier Team Red nicht dran arbeiten sind. Das dauert noch ein bisschen. Wo ist Shadow Shaman? Shadow Shaman ist noch in der Base, kommt noch nicht raus. Müsste halt irgendwo farmen. So dass sie halt in dem Fall hier unten halt Wards stehen können und halt mehr Leute forcen können. Oder so können sie halt einfach alle Power nehmen. Objective Based Gaming. Der erste Tower ist jetzt hier für SD gefallen. Hier oben der. T2 ist down. Hat die Draw Range einmal schnell alleine gemacht. Hat auch genug Damage. Hat Yasha First Item gebaut. Schauen, ob das greedy ist oder nicht. Timbersaw ist jetzt hier alleine gestorben. War vielleicht nicht so sinnvoll. TP natürlich jetzt alle raus. Titan hat ein TP. TP dann noch jetzt sicher in der anderen Seite raus. Denn durch den Ward, durch den Tower hat natürlich Team Red gesehen, dass da die Rotations kamen. Außerdem nach dem Kill war auch klar, dass irgendeine Art von Rotation kam. Ah, der Ice Blast tut natürlich auf so unterlevelten Supports tierisch weh. Shadow Charm hat jetzt Level 6. Hat in der Mitte halt ein, zwei Wave-Sets bekommen. Ja, das nächste ist jetzt, das nächste ist dieses Level 11, ne? Soweit geht's. Ist jetzt auch schon Point Booster, auch schon auf der A. Geht den gleichen Weg wie der Shadow Shaman. Agas first. Keine Abstriche. Jetzt hier aufpassen. Slow ist drin, aber sollte nichts passieren. Ja. Bisschen Damage machen, der auch direkt wieder ausgeglichen wird. Auch Level 1 Gash, oder? Ja, Level 1 Gash, klar. Level 11. Level auf. Ah, doch, okay. Ich dachte, er hätte sich verskillt, aber jetzt den zweiten Punkt in Ravage reingemacht. Ist immer bitter, wenn das passiert. Smoke ist da. Das könnte übel werden für Team Red. Besonders, weil Team Red in Rorschach drin ist. Oh, das ist übel. Blinkin kommt jetzt rein. Stun kommt auf die Throw, der noch vorher rauskam. Was ein Beautiful AA-Ulti. Aber noch ist niemand tot. Noch ist niemand tot. Vielleicht sollte der Razor aufpassen. Genau, holt hier den Shadow... den Venomancer. Schönes Hoch. Auch schöne Timber-Chain vom Dingens und ja, okay. Buyback. Ah, ne, Quatsch. Die Draw kam ja direkt am Anfang weg. Wird aber hier wahrscheinlich auch noch fallen. Ja, aufpallen 4:0 für SD. Der Smoke hat sich definitiv gelohnt. Und den Walker muss jetzt hier aufpassen, dass da nicht zufällig irgendwas kommt. Besonders weil der Blink, der gerade ready ist. Aber das ist er nicht. Ups, was. Ja, das. Da kommt der Dust und da kommt tatsächlich auch der Dive. Ja, aber das war Over-Extension. Okay, vielleicht nicht ganz Over-. Nein, okay, das war keine Over-Extension. Krass, wie sie da diven können. Sie sind zu weit vorne, 27:11. Und Team Red muss hier aufpassen, dass sie nicht komplett das Spiel aus der Hand geben. Besonders hier diese Necros muss man jetzt nicht reinziehen. Und Buster sollte natürlich auch aufpassen, dass er sich selber tötet. Aber hat auch gut gemacht, dass er sich da nicht gehen lassen hat. Ja, SD ist relativ niedrig. Wir müssen mal wieder aufpassen, dass sie da halt vielleicht nicht doch alles geben. Besonders hier jetzt. Mecha ist noch nicht da und sie gehen raus. Ravage wird benutzt. Okay, zugegeben, da machen zwei zu töten. Noch ist aber der Razor nicht tot. 9 Sekunden. Strength Threats sind auch noch möglich dafür. Und der Brewmaster stirbt als einziges. Der Razor stirbt auch noch vom Shadow Shaman. Der jetzt doch noch kommt und. Ja, okay. 3:0 für SD. Also. 3:0 gegen SD. Und jetzt können sie wahrscheinlich Roshan machen. Damage ist da, sie gehen in Roshan rein. Die Pinks kommen auch geradeaus von SD. Die Frage ist, ob wir was tun können. Er kann gleich was reinschießen. Die Frage ist, ob es rechtzeitig wird. Für Roshan zu contesten auf jeden Fall nicht. Mal gucken, ob sie noch irgendjemanden bekommen hier. Schuss kommt, aber niemand ist low. So richtig. Ja, und da muss natürlich auch der Timbersaw jetzt aufpassen. Keiner mit Blink zum Glück für ihn. Necro 2 ist schon draußen. Ja, da muss jetzt aber schon SD aufpassen, dass sie das halt nicht noch aus der Hand geben. Sie sind relativ weit vorne. Waffen zeigen das auch. Es war mal knapp 10k vorne. Geht jetzt halt wieder runter. Das war knapp 2500k sowohl XP als auch Gold, den SD da verloren hat. Da war die Overextension da. Keiner hatte mehr Leben. Man hat auch schon gesehen, Team Red hat alles draufgeworfen hier in dem Fight hier oben. Da. Hatte alles draufgeworfen. Hat sich tatsächlich auch gelohnt, sie haben alle bekommen. Aber auch nur, weil alle low waren. Hätten sie quasi 5 Sekunden später reingekommen,
wäre das Mecha vom Razor gezündet worden. Und der Fight lief würde komplett anders laufen. Da haben sie auf jeden Fall gute Calls gezeigt. So, Agas, ja, ist fertig. Dementsprechend geht der Tower hier auch relativ schnell tot. Ritzel. Und noch ein Tower für Team Red remaining. Und sie haben halt auch nur einen Tower bisher bekommen. Muss man sehen, muss man sehen. Sieht schlecht für Team Red aus, aber wie gesagt, eben haben sie gezeigt, dass sie doch noch sehen und wissen, wann sie noch was tun können. Wann jemand overextendet und wann sie B gehen müssen. Okay. Beziehungsweise wann halt es geht. Ah, der Razor kann relativ schnell auch die Draw raushalten. Und da ist es halt schwierig. Der Carry von SD ist natürlich jetzt wesentlich weiter als der Carry von Team Red. Sowohl in Last Sets als auch von Levels, als auch von Networth. Jo. Und das ist halt dann schwierig, wenn halt eine Lane ist, ein Zweiter kommt zum Farmen. Und dann wollen halt alle hin. Smoke von SD, mal schauen, ob es wieder so ein 4-0 wie letztes Mal wird. Ja, die Draw könnte ein Problem haben. Hat er Aegis. Wird hier mehrere Leute reinlaufen, auch von hinten. Hat hier dann doch Glück, wo die hergeht. Aber quasi für sie Glück, dass sie doch den Walker finden. Und versucht hier den Tower zu backdoren. Natürlich direkt Dingens und muss sie jetzt aufmachen. Wird wahrscheinlich hier schnell raus tippen. Okay, tippt nicht. Brewmaster hat Blink, aber nimmt davon ab. Und tippt jetzt raus. Okay. Das war in dem Sinne der richtige Call für SD, dass sie da eben nicht den Fehler machen und irgendwie das ganze Team hinter so einer Draw herschicken, sondern halt weiter Objective-Based Dota spielen und den Tower nehmen. Mit dem Razor Ulti und es damit halt relativ easy machen können. Vielleicht sogar jetzt auf den nächsten Roshan warten. Der nächste Roshan dauert noch ein bisschen. Mit ein bisschen meine ich lange. Sind halt noch, ja, überhaupt bis in 6 Minuten dauert es halt noch ein bisschen, dürfte 7 Minuten Roshan sein. Relativ kurz. Wenn ich diese Uhr lesen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, so viel zu Uhr lesen, ja. 8 Minuten Roshan. Das ist halt keine normale Uhr, woher hier unten 6 ist. Doch, das ist 6. Ich bin dumm. Ja, ich bin dumm, okay. 8 Minuten Roshan. Also, gut im Mittel. Tja, okay, aber SD muss halt jetzt hier noch ein bisschen warten. Und das Warten könnte auch Team Red hat die Chance geben, zurückzugeben. Wir sehen hier zwei Farmer, sind doch relativ groß. Wenn man es, je nachdem wie man sieht, könnte man natürlich dann sagen, es könnte gut für SD dann noch ein bisschen Farm aufzubekommen. Andererseits, wenn die beiden Farmer noch stärker werden, wird es halt dann nicht mehr so einfach quasi, schnelle Kills zu bekommen. Wenn die fetten Leute noch fetter werden. Ja, jetzt schon ziemlich starke Lex hier. Was ist uns denn hier? Und es bin nur ich. Guck mal gerade. Ping Google. 84, 1000, 100. Ja, okay, ich lege. Nicht so gut, aber solange es in der Broadcaster ist, ist es ja auch nicht so das Problem. 26 Minuten Bloodstone nach Blinkdagger ist doch schon relativ gut für den Timbersaw. Ja, jo, jo. Also, so wie es halt jetzt aussieht, scheint es war ein 1-1 hinauszulaufen. Oh, oh Gott, sind das Lags. Tut mir ja echt sorry. Ziemlich große Lags. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Ob das in meinem Internet liegt. Oder ob das Doto ist. Ich hätte mir im Internet zu liegen, aber ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie aufzustehen und irgendwas zu probieren. Denn ich muss ja casten. Oh Gott, das ist schlimm hier. Ah, vielleicht gucke ich doch mal nach. Aegis ist 0 in einer halben Minute reclaimed. BKB für Razor und. Ha. Ich warte, bis das nächste Mal auseinandergehen, dann informiere ich mich mal ein bisschen, ob hier irgendwas passiert. Weil so ist es
Ist es quasi unguckbar für mich hier. Tut mir leid. Aber jetzt, die sind oben immer relativ nah dran. Versuchen die so ein bisschen einzusperren. Indem sie Midlane und Toplane zurückhalten. Na gut, es scheint auf jeden Fall nicht im NPC zu liegen. Zack, zack, zack. Ja, nee, es ist ja nicht hier der PC, aber es können ein paar andere PCs hier sein. Weiß man ja nie. Vielleicht legt irgendjemand in meinem Haus gerade LOL runter oder so. Ja. Gott bewahre. Spaghetti-Monster bewahre. Okay, SD machen hier leider Druck, von daher habe ich hier keine Verschnaufspause. Und, ja. Jetzt hier durch die Gegend zu brüllen, würde wahrscheinlich auch nicht sonderlich förderlich sein. Außerdem ist das Spiel, ja, wenn SD jetzt hier einen Vibe hinlegt, ist das Spiel wahrscheinlich schnell vorbei. Könnte es so gut wie vorbei sein. Allerdings, Team Red hat natürlich hier mit der Defending Proposition und mit Ravage mehr Chancen, gut zu verteidigen. Eingezeichnet wird jetzt hier vom Razor, das hier wird eingezeichnet. Also eher Top Lane. Die Parteien gehen zurück, Team Red chased, aber lass mir doch jetzt mal ein bisschen Ruhe hier. Gott, sind das Lags. Chase, chase, chase. Der Shadow Charm ist ein bisschen weit vorne. Ja, nur noch 800 Gold bis Agas. Ja. Wards hatten sie hier unten. Wurde es knapp außerhalb der Reichweite. Na ja, gut gesehen. Und jetzt sind sie auseinander und ich gehe mal Kraft. Dire's bottom tower is under attack. Sorry, okay. Es war tatsächlich, ja, meine Freundin, die Dota runtergeladen hat. Von daher kann ich das zu 100% definitiv gut heißen. Denn Dota auf. Je mehr Laptops mit Dota, desto Doto. Okay, aber ja. Jetzt ist es weg. Kein Lag mehr. Aber ja. Steam hat sich gerade dann selber blockiert. Jo, Razer wird bald die 200 Creeps-Marke brechen. Doch schon guter Farmer hier, der Akul. Aber Team Red ist ziemlich stark hintereinander. Der Mighty und der Champion sind doch noch relativ gut am Farmen dafür, dass sie doch... Weiß nicht, den Voker ist jetzt 6-mal gestorben. Die Drone nicht ganz so oft, mit 3-mal. Und dafür haben die doch schon einen relativ guten Farm. Muss man schon sagen. Der Razer versucht hier mit Chip-Damage ein bisschen was zu bekommen. Allerdings genau, müssen jetzt gucken, dass sie nicht zu weit rausgehen. Weil Hyper und Defense ist immer besser. Ich versuche jetzt hier den Razer zu bursten, der hat aber einen Mecker. Ist jetzt... Ah, hat's doch gerade gezündet. Ist rein. Razer geht down, aber Shadow Charm fällt auch direkt. Shadow Charm, Buyback. Haben den Wraith Kings erste Leben down bekommen. Titan, da kann sich auch noch schnell rausblicken. Wards hat gemacht. Du machst der Ulti, schöne Poison Nova. Hier, Silence ist draußen und SD muss sich jetzt zurückziehen. Haben den Razer verloren für einen Buyback. Verlieren die wohl noch den Timbersaw. Runizel versucht raus zu DPN, schafft das auch. Jetzt Chase is on. 2 zu 1, beziehungsweise 2 zu 1,5 quasi hier für Team Red. Schöne Defense. Und dass sie da doch noch rausgegangen sind, statt die zu sich kommen lassen, werden ja wahrscheinlich hier den T1-Tau bekommen. Mit 30 Sekunden könnte es mehr bekommen. Roshan, der Ward wird das gleich scouten. Roshan ist bald da. So viel zu 8 Minuten, waren 10 Minuten. Naja. Schönes AO, die kommt hier auf 3 Leute reingeflogen. Auch noch gerade so raus. Müssen allerdings jetzt hier aufpassen. Allerdings muss auch der Wraith King aufpassen, dass er vielleicht nicht ganz alleine da reinfliegt. Invoker hat auch den Tower bekommen. Clap war schön. Ja, Ivo schafft es noch da rauszukommen. Und zurück geht's. Der Wraith King war ein bisschen unnötig, aber schön, dass sie den bekommen haben hier. Roshan ist online. Team Red weiß das. Schönes Ding nicht. Und schönes Ding. Ja, der Wraith King ist jetzt nicht so wichtig. Aber wir werden halt gucken, ob sie den contesten können. Team Red sieht allerdings auch ein, dass sie erstens mal mit allen Ultis down da nicht reingehen können. Und hoffen erstmal, dass schönes Ding da noch ein bisschen wartet. Außerdem haben sie halt genug Vision, um zu sehen, wann schönes Ding reingeht. Das
Zumindest haben sie genug Vision auf den Lane, um zu sehen, wann ein schönes Ding aufhört zu farmen. Dann. Aber das Rohstein-Timing sollte auch so langsam Max sein. Also das D sollte mal ein bisschen gucken. Wahrscheinlich, wenn der Wraith King wieder da ist und ein paar Ultis wieder ab sind, wenn sie Richtung Rohstein gehen. Ja, alle Ultis sind wieder ab. Bis auf den Wraith King, aber das wird erstmal nicht. Und ich sehe erste Movements Richtung Rohstein. Allerdings muss man natürlich auch als Deer vorsichtig sein. Ravage und Wards da rein. Mit einem Invoker, der ganz viele Meteore, Fleischklöpse und sonst was da reinschmeißt. Ist natürlich auch nicht so toll. Und Team Red ist hier schön dabei, das zu contesten. Und die AA ist nicht da. Da muss SD aufpassen, dass sie das nicht quasi throwen, indem sie da zu zweit reingehen. Und den ganzen Vorteil, den sie jetzt haben, auch weiter aufgeben. Denn wenn Team Red da zu 5 reinspringt und SD nur zu 4 da ist, ist das nicht blöd. Wenn sie allerdings jetzt, ja, sie versuchen jetzt hier Pickups zu bekommen. Zu 4 ist hier oben. Ravage ist raus, auf 4, schön gemacht. Die Invoker kommt sogar noch weg. BKWs kommen raus, die Draw Ranger versucht hier den Timberstone rauszukommen. Kriegt noch gerade so durch die Fortspiele down. Jetzt ist der Razor alleine im Nichts. Muss hier aufpassen. Versucht einfach alleine im Nichts alle zu töten. Oh, versuchen sie den Invoker zu bekommen. Und den kriegen sie tatsächlich tot. Oh, den Shatter-Effekt. Schön gesniped. 3 zu 2, wie es jetzt hier ausschaut. Und einen Roshan, der frei ist. Whoops. Oh, TA hat... Achso, okay, der ist noch ausgetickt. Ich dachte, da käme schon wieder der zweite Schuss rein. Schön hier von AA gemacht. Quasi niemanden getroffen, aber doch 2 getroffen und 2 Kills abgestaubt. Einfach nur, dass das Ulti vorbeifliegt. Ups, und der Phenomenster wäre beinahe zu weit vorne gewesen. Müssen vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Die SD ist jetzt in der Base. Wird wahrscheinlich dann jetzt wieder zu Roshan laufen und das ganze Spiel nochmal machen. 4 zu 2, wenn wir uns... Also 4 zu 2, wenn wir uns... sagen, ist der Trade hier gewesen. Wobei, glaube ich, näher sogar 5 zu 2 war es. Ganze, ja. 5 zu 2. Glaube ich. Anyway. Nächste Ulti kommt an. Und schöner Forstheft. Doch noch lange genug mit den Black Wards gesehen. Und dann weggeforstheft. Vielleicht versuchen es die auch mit Highground. Ravage wissen sie, dass die down sind. Wards sind allerdings noch ab. Und den Invoker natürlich auch alles Bells. Müssen sie schauen, ob sie jetzt da Highground gehen. BKB ist auch wieder ready. Ja, macht er auf Storm an oder nicht? Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage. Da haben wir noch ein bisschen. Warten jetzt auf die nächste Creep Wave, dann wird man sehen, ob sie es versuchen oder nicht. Wir wissen halt auch, dass wir staunen. Vielleicht ist es... Es ist auf jeden Fall ihre Q, jetzt da reinzugehen. Jetzt mal ein bisschen raus. So, Eye of the Storm ist an. Okay, sie committen. Wird jetzt auf die Ravage ankommen. Und der ist schon down. Das Scarlet Mage. BKB wird jetzt hier gezündet. Direkt den Shadow Shaman rausgenommen, aber das ist egal, die Wards stehen. Sie chasen jetzt hier alle rum, müssen aber jetzt auch mal aufpassen. Akku muss besonders hier auf die eine... Ah, hat schön die denied. Allerdings... Oh, wegsenden sie jetzt ein bisschen. 3 zu 1 ist jetzt der Trade. 3 zu 2 könnte es mit dem Razor der Trade werden. Aber der zieht sich zurück. Und der Thema ist ein bisschen weit drin. Wird aber wohl nicht gepunished, weil keiner mehr lebt. Haben wir doch schnell gechased. Okay, das war auch knapper, als es hätte sein müssen. Und nicht mal unbedingt das Problem für... Ja, anyway. Sie versucht sich jetzt hier an der Midi-Rex. Shadow Shaman ist bald wieder da. Schön EMP. Burnt hier zumindest vom Timasaur. Relativ viel Mana. Jetzt müssen sie doch gucken, dass sie abhauen. Ping, 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 ping. Nope, you are on your own. Wird wahrscheinlich ein Suicide werden jetzt. Ups. Oder einfach High Ground und weg. Aber, das ist ja besser als weg. Wäre vielleicht doch besser gewesen, da ein Suicide zu machen. Aber kann man nicht vorher wissen. Ey, wird erstmal abhauen. Wuppster kommt auch nicht weg. Nachher doch wieder Over-Extension von SD hier. 2 zu 0 der Trade. Und die Rex stehen noch. Team Red wird sich jetzt hier den Rohstein snacken. Und SD wird wieder ein Stückchen weit nach hinten gefallen sein. Wir schauen uns mal die Grafen an, die natürlich immer noch weit in Favor auf SD sind, wegen den Towern. Aber generell tut hier Team Red das Beste, um wiederzukommen. Das sollte sich SD definitiv bewusst sein. Das ist halt hier ein
verlorener Roshan darauf ist, dass sie ja doch ein bisschen zu lange gewartet haben. Heblast kommt rein. Oh, da können sie nichts ändern dran. Ah. Hat die eigentlich? Ja, hat Agas fertig. Ist also relativ tödlich, das Ding. Passt die Hälfte der Damage. Aber SD ist bald wieder ready, um das Ganze zu contesten. Team Red muss steffen und farmt den Dschungel. Die Draw wird langsam richtig fett, wenn wir das hier sehen, in Sachen BKB und so. Der Damage ist halt auch da und das BKB ist da. Das bringt jetzt gegen Razor nicht sonderlich viel. Deshalb stirbt sie halt immer noch in den Fights öfters. Aber zumindest die ganzen Stunts, die hier kommen, ist es sehr wichtig, dass sie das BKB hat. Besonders, ja, man stirbt halt öfters mal gegen die AA, wenn man wegläuft und vom Eisblast getroffen wird. Und selbst da kann sich ein BKB lohnen, um halt die 200-300 Gold dann doch zu sparen, die man hätte brauchen können. Grafen hatte ich schon geguckt. Ach, wenig klicken. Und Standoff mal wieder in der Mitte. Steve wird logischerweise weiter anfangen zu pushen. Haben jetzt auch einen Refresher Agas Razor, der sich wahrscheinlich gleich in die Mitte suiciden wird. Das Problem ist nur, dass es viel zu früh gesuicidet. Ich muss hier BKB machen. Und der Fight beginnt. Prinzipiell ohne SD. Akku ist hier lange drin. Wird das Mecha jetzt zünden? Hat das Mecha noch nicht gezündet? Hat das Mecha jetzt gezündet? Refresher Ulti ist draußen. Und es macht ziemlich üblen Sicken Damage. Allerdings, ja, Refresher Ulti für nichts prinzipiell. Titan, da musste Becker beibecken. Sunstrike off the mark. Und die Draw steht in der Mitte. Ah, das ist schlechtes Positioning für Team Red. Die Wards cleanen da doch noch relativ viel auf und machen extrem viel Damage. Aber dass die Draw gestorben ist, ist ein richtig, richtig großes Problem hier für Team Red. Werden wahrscheinlich den Wraith King noch bekommen. Whoops! Und schönes Chakram, definitiv vom Timbersaw, der hier dann doch das ganze Game tört. Das ist das auch tatsächlich. Der Eisblast zahlt sich mal wieder aus. Und knapper Team-Vibe hier dann noch auf der Seite von Team Red, die jetzt doch ein bisschen overextended hatten. Und den Timbersaw unterschätzt hatten. Sie dachten, sie mussten B gehen. Aber das war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Invoker und Venomancer müssen es jetzt richten. Müssen gucken, dass sie die Creepwave bekommen. Andererseits, die Creepwave ist relativ weit hinten. Und SD muss sie halt erstmal noch nach vorne eskortieren. 20 Sekunden, das könnte passen, dass Team React hier nicht die Rex verliert. Sind sogar fortifying, weil unten reingepusht wird, aber da hat jetzt SD keine Zeit für. Hier geht's Highground zu gehen. Und für die Draw haben sie auch nicht sonderlich viele Chancen mehr. Okay, BKB an und die Rex fokussen. Das Problem, ja, zu spät. Definitiv. Timbersaw geht hier rein. War vielleicht keine gute Idee. Musste den BKB zünden. Und ist trotzdem den Damage ausgewählt. Der Razor kriegt die Mini-Rex down. Und es muss geschlittet werden, weil sonst der Brewmaster hier nicht mehr rauskäme. Rex auch so, ob er rauskommt, sollte zumindest, ja. Das Bild ist relativ schnell. Und wieder einmal muss Team Red hier gucken, dass sie vielleicht nicht sterben. Und der Blink hat leider nicht gepasst. Brewmaster stirbt. Trade für eine Rex. Und Timbersaw stirbt auch noch. Warum auch immer, weiß ich nicht ganz. Suicide hat auch genug Zeit gehabt, spätestens mit dem Veno-Ulti. Was bestimmt eine Sekunde vor dem Tod kam. Hätte er sehen sollen, okay, Suicide wäre eine sinnvolle Option gewesen. 6 Charges sind noch. Ich glaube, er hat kein einziges Mal Suicide gemacht. Wäre hier vielleicht die beste Option gewesen. Dementsprechend ist der Trade jetzt 2 zu Rex von dem Fight her. Oh, das wurde BKB geforst und einiges. Allerdings ist das Refresher Ulti jetzt wieder ab. Und beim nächsten Mal, wenn SD in die Basis kommt, werden hier auf jeden Fall Tower fallen. Team Red guckt mal, ob sie vielleicht doch noch den Tier 2 Tower bekommen. Oder einfach nur so einen guten Fight. Ne, okay, ziehen sich jetzt hier zurück. Das Ulti auf einer Draw tut richtig weh. Sie hatte volle Leben. Das tickt jetzt runter auf fast die Hälfte Leben.
krass, 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 definitiv. Müssen sie gar hier mit dem Ward aufpassen. Aber andererseits rechnet sie sich natürlich jetzt auch einfach wieder hoch. Okay. Never mind. Team Red farmt ist relativ nah hinter dem Razer, wenn man 100 CS als nah bezeichnet. Andererseits ist der Razer jetzt auch 6-slotted mit dem Boots of Travel. Was dann dementsprechend bald eine Stagnation bedeuten könnte. Das Gold ist jetzt natürlich ein bisschen runtergegangen, ist aber noch relativ weit hoch und die XP auch noch. Team Red beginnen jetzt hier ein bisschen mit dem Split-Pushen, versuchen die Lanes unter Kontrolle zu halten. Und halt die wichtigen Lanes, nämlich Top und Bottom, zu pushen. Die sind relativ weit gepusht, von daher hat Team Red noch ein bisschen Zeit. Bis sie demnächst mal Highground defenden müssen. Tim ist noch 3800 Gold, 4000 Gold. Mal schauen, ob was er damit macht. Shivas ist schon auf dem Razer vorhanden. Von daher Hex vielleicht wäre hier die Wahl. Besonders für den Tidehunter eine Wahl wäre, da sie den sonst halt nicht unter Kontrolle bekommen. Okay. Und next to Creep Wave ist SD High Ground. Mit einem Doppel-Ulti. Aber Ultis sind alle ab. Buyback-Status. Buyback-Status sieht auch. Ja, Team Red und Bro hat Buyback. Das ist nicht so sinnvoll. Und auf Seiten von SD haben doch relativ viele Buyback. Das sind die wichtigen Leute. Weil wir sind jetzt draußen, Doppel-Ulti ist geforst. Da fällt schon der Tower. Extrem schnell. Ravage geht raus. Aber hittet nicht so viel. Buybacks kommen hier von der Draw direkt raus. Na, okay, war kein Buyback, war nur ein TP, war kurz zur Base. Und das Doppel-Ulti vom Akku zerstört hier Helden. Der Razer fällt jetzt hier auch, aber Draw Ranger Buyback. 2 zu 2 hier der Trade für den Tower. Würde ich erstmal sagen, von SD nicht unbedingt worth it. Muss hier TP'n, Cold Snap. Jetzt mal Suicide. Wäre vielleicht sinnvoll. Immer noch kein Suicide, okay. Der Junge hat definitiv ein unerschütterliches Vertrauen in seinem Timbersaw. Dass er das inmitten von 5 Helden doch noch überlebt. Überrascht mich ein bisschen. Ja. Oh, und es hittet. Das könnte knapp werden. Sollte er aber eigentlich überleben. Aber es ist viel. Oh, es reißt ihn tatsächlich noch ab. Ja, Level 3 Agas Ulti. Richtig mächtig. Aber da kamen halt auch die Pings so raus. So, hier, bist du dir sicher? Erstens kommt das Ulti rein und zweitens, hallo? Hey, Ulti. Obvious thing is obvious. Aber gut, Timbersaw ist bald wieder da, Razer ist auch bald wieder da, 70 Sekunden für Agas Refresher. Allerdings macht hier Team Red eine ziemlich überzeugende Defense, weil bei jedem Fight stirbt der Razer, es sterben genug, um SD zurückzudrängen und sie verlieren immer nur eine Rex oder einen Tower. Auf jeden Fall hier gut. Kommt das dann raus? Das dann dürfte passen, dürfte direkt wieder gekrankt werden. Aber trotzdem reicht das natürlich aus, um hier einfach rauszutippen. Da auch nicht! Not sure. Ja, da war halt kein Stun mehr da. Und tatsächlich hat der Damage nicht gereicht, um den Titan zu uns zu kommen. Pinky Shit. Plate Mail. Ja. Plate Mail und Mecha ist einiges an Leben und einiges an Armor. Der Tower unten ist niedrig. Draw Ranger. Ne. Shadow Shaman hat hier ein bisschen Split pushed. Die geht jetzt auch zurück. Und der Razer hat BOTs im Stash. Gerade gekauft, ja. Kommen jetzt zu ihm und dann geht er hoch und dann geht die Siege los. Der Kurier sollte gehastet werden. Das dauert so noch ein bisschen. Road Ranger wurde hier gefunden und wird synchron gechased. Was vielleicht, ja, Objective-based nicht so die gute Idee war. Und jetzt brauchen sie noch ein bisschen. Der Razer ist leider alleine drin. Und zugegeben, okay, es zerstört alles. Aber das war, finde ich, die beste Entscheidung, da alleine drin zu sein. Wieder nur eine Rex bekommen. Mal schauen, ob sie diesmal mehr bekommen. Ob sie wieder alle Leute von SD cleaven können. Sonst draußen. Wraith King, erstes Leben weg.
Aber auch schon das erste Buyback geforst. Die Bees kommen hier rein. Ja, Timbersaw sieht nicht so sonderlich healthy aus. Invoker Double Kill mit Wraith King und Timbersaw. Invoker klappt noch und stirbt hier auch. Ja, Brewmaster klappt noch und stirbt hier auch. Die. Tja. Intro stirbt noch. Aber 4 zu 1 bzw. Buyback, also 2,5 Trade für eine Range Rex, hat sich wieder nicht gelohnt. Und wenn SD weiterhin diese Trades macht, die nicht wirklich funktionieren, dann könnte Team Red so langsam wieder ins Spiel kommen. Denn so eine Drone, ein Invoker und ein Tidehunter ist im Late Game immer scary. Ja, woran lag's? Natürlich lag's daran, dass SD hier war und eine Draw gechased hat, während Akul hier alleine reingegangen ist, gegen 4. Und dann doch relativ schnell den Löffel abgegeben hat. Den Blitz abgegeben hat. Necros sogar vom Venomancer kommen hier raus. T2 gibt es jetzt auch als Belohnung dafür. Sollte oder vielleicht nicht. Invoker muss jetzt hier aufpassen. Und ja, poppt jetzt hier von dem AA-Ulti. Jetzt müssen dann doch jetzt hier aufpassen, dass nicht der Titan auch stirbt. Hat einen Force-Staff. Den er jetzt auch schnell benutzt. Ups, da hat's gemisst. Aber den kriegen sie auch noch. Das war ein bisschen Overextension von Team Red. Das hätte so nicht sein sollen. Vorteil. Nur noch 10.000 XP Vorteil, aber Razor ist Level 25, dementsprechend kommt da nicht mehr viel. Aber Roshan sollte jetzt das für SD kommen. Team Red sieht nicht so aus, als ob sie das contesten können. Und doch schon relativ schneller zu easier Roshan. Hier für SD, wer wird das Ding nehmen? Wahrscheinlich Razor, ja. Razor hat irgendwas verkauft. Was hat Razor verkauft? Keine Ahnung. Los, Combat Lock. Combat Locks. Anyway. Razor geht auf die Aegis. Ich weiß nicht ganz, was er verkauft hat. Was ist Mech? Ja, das war Mech, ne? Ja, Mecha verkauft. Sinnvoll. In der Stage of the Game. 50 Minuten nehmen wir jetzt rein. Grafen gehen wieder ein bisschen hoch. Wir dürfen jetzt hier wahrscheinlich über die Range Rex auf die Melee Rex oben gehen. Ah, okay. Wir nehmen doch den Weg von oben rein. Haben jetzt die Quill 5 reingebracht. Backdoor Protection ist aus und holen sich jetzt hier halt mit Doppel-Ulti die Melee Rex. Aber noch tötet das Doppel-Ulti die Rex nicht. Und jetzt tötet es die Rex. Aber es ist auch nur Aegis. Drone muss schon bei Becken. Shadow Sham ist tot for good. In dem Minimenter geht es nicht mehr gut. 2 zu 0 bisher. Für SD. Ich glaube, hier fallen noch ein bisschen mehr Timbers überlebt diesmal. Sunstrike. Wow. Also noch überlebt. Okay. Schön. Diesmal hat es für SD dann noch geklappt. Die Rex sind down bekommen und sie haben nicht das komplette Team verloren. 200 Gold hier noch für die AA. Das war halt das Level für die AA. 200 Gold für Leute. Ich glaube, es war Wraith King. So, ja. Und sie kriegen sie auch die Range Rex. Und gehen direkt zu Melee Rex. Die Frage ist, ja, das einfach Ulti-Razor von Razor ist wieder online. BKB ist auch wieder online, da können sie direkt rein. Allerdings, ja, sagt SD, vielleicht lassen wir doch wieder den Akku alleine. Oder der geht nicht so ganz mit dem Team. Die Drone muss hier aufpassen, hat BKB an. Wird jetzt hier gehittet, aber sie chasen da vielleicht doch ein bisschen zu viel, um die Drone rückzug zu bekommen. Der Razor kriegt die Drone jetzt auch. 100 Sekunden auf weg. Und sie verlieren auch doch, okay. Team Red ist da doch schon ein bisschen zu weit hinten, um da doch mal was, trotz der etwas dilettantischen Chase zu bekommen. Kriegt es da doch hin, nicht mehr Leute zu verlieren bei SD. Da doch Team Red ein bisschen weit hinten ist. Mit der Draw Ranger tot sehe ich jetzt nicht mehr viel, was da noch kommen könnte.
Die Rex sollten hier unten vielleicht down gehen und das sollte dann auch schnell das GG für Team Red bekommen. Schön gespielt, schön sich gehalten. Aber SD hat so ein bisschen das Ganze umgedreht, was bei Team Red im ersten Spiel passiert ist. Nämlich das Early Game krass gewonnen. Und dann daraufhin halt die Lead bekommen und sie nicht wieder losgelassen. Oh, schönes A-Ulti. Schön gesniped. Der Razor muss jetzt hier aufpassen, dass er für die Statistik nicht nochmal stirbt. Du machst heute noch den Venu. Noch weiter hinten. Strike geht jetzt hier noch hin. Trifft aber nicht. Der erste Mid-Tower ist schon kaputt und der Bastard stirbt wieder. Wird nicht ein einziges Mal den Platz benutzt haben. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Bonk, bonk. Und auch ein bisschen Geld. Der Tower dürfte jetzt fallen und GG von Team Red. Super gespielt von SD. Und sie haben, tja, der pessimistischen Liga-Struktur-Ansage ein bisschen dagegen gewirkt. Also Platz 4 gegen Platz 10 oder Platz 11 sieht immer relativ schlecht aus, aber schönes Ding hat hier gezeigt, dass sie es doch drauf haben. Und einen 1-1 gegen Team Red rausgeholt. Respekt von mir. Super gespielt vom Razer hier. Brewmaster war super on top. Timbersaw hat gute Kills gemacht. Alle gut gespielt. Auf jeden Fall hier Props zu Team Red. Invoker und Drow Ranger haben sich die Seele ausgefarmt. Egal wie es stand. Sind beide 10-mal gestorben. Shadow Charm 1-17. Oft gestorben. Aber teilweise war es halt auch nötig. Ist halt so, irgendjemand stirbt halt schnell. Und mit dem Razer, ja, es ist dann halt quasi der Erste, der Damage bekommt und den die Blitze totfokussen. Ja, das war in der Federal League Season 1 eines der letzten Spiele. SD hat noch ein Spiel gegen N-Rookie und Team Red weiß ich nicht, ob sie noch ein Spiel haben. Sie haben jetzt 17 Spiele gemacht. Okay, ein Spiel steht noch aus. Beide Teams haben noch ein Spiel. Und dann wird sich die Liga zeigen, wer auf welchem Platz ist. Und ob Team Red das noch schafft, auf dem vierten Platz zu bleiben oder irgendwie von Fatal Rage überholt zu werden. Gut, ich war Sisterson und ja, ihr könnt es auch in meinem YouTube-Channel Sisterson nachgucken. Ansonsten sieht man sich beim nächsten Cast. Viel Spaß noch und gute Nacht.